Oh, jetzt aber schnell nach Hause. Ein neues System soll in Deutschland Menschen vor Gefahren warnen. Und zwar als Nachricht aufs Handy. Ganz automatisch an alle eben, die es betrifft. Cell Broadcast heißt die Technik, die dahinter steckt. Und wie die funktioniert, das zeigen wir euch heute bei den Netzgeschichten. In Deutschland sind ganz verschiedene Stellen und Behörden für Katastrophenschutz zuständig. Und im Falle einer Katastrophe oder einer Gefahr warnen die auf verschiedene Weisen. Zum Beispiel über Sirenen, über Funk und Fernsehen oder auch über Apps wie die Nina-App oder Katwarn. Mit Cell Broadcast kommt eine Technologie hinzu, die deutlich mehr Menschen viel schneller erreichen kann. Eine zentrale Leitstelle entscheidet, dass Menschen in einer bestimmten Region vor irgendwas gewarnt werden sollen. Und daraufhin schicken Mobilfunkanbieter wie die Telekom automatisch Warnhinweise in die entsprechenden Mobilfunkzellen. Also auch an alle Handys, die gerade in dieser Zelle eingeloggt sind. Auch Menschen mit ganz normalen Handys bekommen diese Warnnachrichten. Smartphone oder App braucht man dafür gar nicht. Cell Broadcast warnt in 4 verschiedenen Gefahrenstufen. Und in der höchsten davon ertönt ein schrilles Warnsignal. Dies ist ein Test für Cell Broadcast. Die Telekom erprobt das neue Handy-Warnsystem in ihrer Region. Und man bekommt eine Nachricht aufs Handy, worum es geht. Zum Beispiel ein großer Brand, ein großer Unfall oder eine Umweltkatastrophe. Und darin steht auch, wie man sich am besten verhalten sollte und vor allem, wo es weitere Informationen gibt. Reinhard, du bist bei der Telekom Technik ja für Cell Broadcast zuständig. Was ist denn das Besondere jetzt daran? Die Warnung erreicht jedes empfangsbereite Endgerät praktisch zeitgleich. Das ähnelt einer Radioübertragung, die nur einmal ausgestrahlt wird und dann an sehr, sehr viele Endgeräte geht. Bei lokalen Ereignissen wird jede Funkzelle, die in diesem Bereich liegt, mit Warnmeldungen versorgt. Das geht aber auch ganz groß, dass auch bei großflächigen Ereignissen jedes Mobilendgerät die Warnmeldung erhält. Und dies geht viel schneller, als es mit SMS möglich ist. Funktioniert das System auch, wenn eine Mobilfunkzelle stark belastet ist? Also wenn viele Leute ihre Handys da gerade benutzen? Cell Broadcast hat einen eigenen Funkkanal, der nur für Warnungen reserviert ist. Und von daher funktioniert dies auch bei stark belasteten Netzen. Funktioniert das Warnsystem denn auf jedem Handy? Die Funktionalität von Cell Broadcast muss auf den Handys implementiert sein und auch aktiviert werden. Das geschieht bei den Handyherstellern dadurch, dass typischerweise ein Software-Update aufgespielt wird. Und dies wird bei den Hauptbetriebssystemen ab Android 11 und ab iOS 16 der Fall sein. Bei uralten Schätzchen jedoch werden nur die wichtigsten Warnmeldungen angezeigt werden, nachdem der Benutzer die Einstellungen aktiviert hat. Dort sollte man vielleicht über die Anschaffung von einem neuen Gerät nachdenken. Eine simple Technik, um gleichzeitig tausende Menschen oder je nach Größe der Katastrophe auch Millionen von Menschen zu warnen. Und wenn ihr gerne eine Warnmeldung hättet, wann die nächste Folge Netzgeschichten rauskommt, dann abonniert mal schnell unseren Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei den Netzgeschichten.